Beeil dich, Cloud. Wir berichten live von der Schnellstraße. Hier sieht man das volle Ausmaß der Zerstörung. Gebäude liegen in Schutt und Asche und Teile der Straße sind eingestürzt. Aus den Trümmern steigt Rauch auf. Es ist, als würde man vor riesigen Scheiterhaufen stehen. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Wie der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es handle sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort. Und damit, meine Freunde, heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play von Final Fantasy VII Rebirth. Soweit ich weiß, ist es ein komplett neues und eigenes Spiel, man braucht keine Vorkenntnisse, habe ich selber auch nicht, ich habe noch nie Final Fantasy VII gespielt. Es ist heute gerade eben rausgekommen und ja, Freunde, ich habe gehört, das soll sehr, sehr krass werden und ja, bleibt auf jeden Fall dabei, mal schauen, was uns erwartet. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um keine Folge zu verpassen und falls du neu bist, lass doch gerne ein Abo da, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und das heutige Ziel sind 2000 Likes. Wäre sehr, sehr cool, wenn wir es auf der ersten Folge schaffen. Ich habe gerade keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, Freunde. Das werden wir bestimmt noch gemeinsam erfahren. Und ja, meine Freunde, jeden Tag wird ab heute jetzt eine neue Folge rauskommen. Okay, und jetzt schauen wir mal, was uns so erwartet. Final Fantasy VII. Rebirth. Sorry, ich musste das sagen, okay? Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Dieser Sturm hat hier eine ganz schöne Verwüstung angerichtet. Der soll wohl irgendwas explodiert sein. Da war doch bestimmt der Wind dran schuld. Die Katastrophen reißen einfach nicht ab, was? Angehörige von Shinras Garde untersuchen weiterhin die eingestürzte Schnellstraße. Ein Verdächtiger scheint geflohen. Hey, ein Ex-Soldat. Er trägt ein Panzerschwert. Womöglich lebt er noch. Ja. Wiederhole. Potenziell flüchtiger Ex-Soldat. Mit einem Panzerschwert. Hinter uns her. Hey, da vorne! Bring den da rüber! Mach den Helikopter da! Offenbar wurden Überlebende gefunden. Das sind Gefährten von uns. Mist! Film schnell was anderes! Die haben was zu verbergen. Hey. Wir wissen nicht, was genau passiert ist, Freunde. Aber wir werden es noch herausfinden. Yo, da haben die was gefilmt, was die nicht filmen durften. Ja. Das sind deren Freunde. Unsere Freunde. Sorry. Pass mal kurz auf den auf. Wird nicht lang dauern. Und keine Sorge. Bloß eine Makrovergiftung. Jo. Der will die anscheinend retten. Aris! Jo, dieser Hund wütet drauf. Bro,
fängt auf jeden Fall dynamisch an. Und wir sind dieser Kerl hier. Wir können uns bewegen, okay? Gut, Freunde. Keine Sorge, ich weiß genauso wenig wie ihr, was hier los ist. Und? Gut, gut, gut. Wir laufen einfach mal. Wir müssen unsere Freunde helfen. Bro. Ich bin gerade überfordert. Nein, wir laufen einfach. Wir können gerade nur laufen. Der Heli ist abgestürzt. Wir müssen... Muss ich hier runter? Nein, oder? Ach, hier hin. Fast verlaufen. Okay, Freunde. Da... sind die. Rührt sie nicht an! Seht, ein Panzerschwert! Die Kerle müssen wir erledigen. Okay, mit Dreieck Fokusangriff und mit Viereck normaler Angriff. Kreis ausweichen, okay. Wow. Ich habe noch keine Ahnung vom Kampfsystem. Die werden uns bestimmt noch einiges erklären, hoffentlich. Das werden wir noch erfahren, okay? Aber erstmal müssen wir die Freunde retten. Ob er es schaffen wird? Der wirft das... da drauf, Bro, wie stark ist er? Na los, greif an! Hoffen wir mal, dass seine Freunde nicht da drin waren. Gut, Zeit für die nächsten Gegner. Bro! Warte mal, R1 kann ich nicht blocken. Okay. Wow. Okay. Hätte ich irgendwo das Kampfsystem lernen können, bevor ich das Spiel starte? Nein, das wird noch Freund. Gegner besiegt. Müssen den Hundi retten. Und natürlich die anderen. Besten Dank. Ey, ich hoffe, der lebt noch. Hoffentlich, bitte. Ich kenne ihn zwar nicht, aber ich hoffe es. Bro, er lässt ihn da liegen? Wo ist die Zetra? Wenn wir ihn fischen, dann sind wir geliefert. Oh Mann. Nicht rum. Sucht sie! Er hat nur sie mitgenommen. Da waren auf jeden Fall noch die anderen Freunde. In den Helis. Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Ich bin zurück. Jo, sag mir nicht, sie ist nicht mehr am Leben. Das sieht ganz danach aus. Jo, was? Gestorben? Das ist ein krasser Anfang. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht deswegen Rebirth? Gibt's vielleicht irgendwie so ein Neustart? Lass mal hören. Dieser Sephiroth. Was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa. Ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Vor 5 Jahren. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Bei Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn, dann nur Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Helden Sephiroth. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Kapitel 1. Der Fall eines Helden. Aber das ist krass. Sind wir in der Vergangenheit.
Mann, irgendwas ist passiert, was gar nicht gut war. Ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Hört ihr das, Freunde? Das ist Spider-Man, ja? Die Stimme. Klar doch, klar doch. Das ist schon krass. Gehen etwa alle deren Gefährten irgendwann mal drauf? Okay, wie dem auch sei, Freunde. Das werden wir noch erfahren. Ruhig Blut. Ist gar nicht so leicht. Jo, was? Ich dachte, das ist der Feind. Wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja. Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makroreaktor untersuchen. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Das ist ja meine Heimat. Okay, Freunde, das ist gut. Wir erfahren jetzt bestimmt, wie alles anfängt. Los. Der Kerl scheint auf unserer Seite, zumindest hier, zu sein. Scheint Kumpels zu sein, okay. Die sehen ja komisch aus. Gut, Freunde. Übernimm den da. Bro, du kannst doch auch gleich den anderen übernehmen, jo. Der hat ihn einfach gewonnen. Und das war so klar, der. Der nimmt uns erstmal auseinander. Oh Mann. Warte im Wagen. Nichts da. Geht jetzt. Schon. Okay, wir sind Sephiroth, okay, Bro. Oh Mann, der erledigt mich ja. Ich spiel so schlecht. Blocken, ausweichen, okay. Bro, er ist ja tausendmal stärker als wir. Mit seiner Samurai-Klinge. Mysteriös alles, Freunde. Wir haben alle noch gar keinen Plan, worum es hier überhaupt geht. Sephiroth war eine Klasse für sich. Sephiroth, okay. Gegenwart, okay. Ihr wolltet nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Nicht? Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Okay. Aber ich verstehe das noch nicht ganz. Gegenwart? Aber gerade eben waren wir doch irgendwo anders. Wieso sind hier die Freunde? Nibelheim abends. Hä? Okay. Und wie fühlt es sich an? Wir werden es noch erfahren. Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal!
Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja, dazu komme ich noch. Okay. Die schauen sich das auf dem Fernseher an? Mhm. Wozu erzähle ich das? Kommt. Bro, sag doch einfach. Wozu er das erzählt? Wir haben ihn gefragt, er erzählt es uns. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Sander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte. Okay, ein Held. Und der Kerl sieht mir gerade nicht so aus wie ein Bürgermeister. Okay, ich übertreibe. Bis zum Abend bist du freigestellt. Mhm. Gut, dann können wir uns wahrscheinlich umsehen. So. Das Hauptmenü. Mit Option öffnet sich das Hauptmenü. Dort kannst du den Status deiner Charaktere oder dein Inventar überprüfen, deine Ausrüstung wechseln und Materia in Waffen und Accessoires einsetzen. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, im Menüpunkt Einstellungen unter System viele Spieloptionen nach deinen Präferenzen zu konfigurieren. Okay. Gut. Bewegungsarten. Die erklären uns jetzt ein paar Sachen. Das ist gut, Freunde. Im Gelände kannst du mit Kreis spezielle Bewegungen wie Rollen oder Springen ausführen. Welche Bewegungsart dir zur Verfügung steht, hängt vom aktuellen Terrain, der Steuerungsart und Clouds Gemütslage ab, okay? Seine Gemütslage? Ähnlich wie bei Final Fantasy 16, oder? Oder ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier kann man nicht springen. Nur an bestimmten Stellen. Ja. Kommandos, Magie. Warte mal. Ah, okay. Und links gibt's, wenn man X drückt, Kommandos. Da kann man irgendwie Magie oder Gegenstände einsetzen. Sowas wie Tränke. Okay, Option. Drücken wir mal Option, dann passiert das hier. Fotomodus im Haupt- und Pausenmenü kannst du mit Viereck in den Fotomodus wechseln. Das Spielgeschehen wird dann eingefroren und du hast die Möglichkeit, den Kamerawinkel nach Lust und Laune zu ändern und Farbfilter anzuwenden, um den perfekten Moment festzuhalten. Ey, das ist cool. Besonders für Thumbnails und so weiter. Okay, Ausrüstung. Soll ich irgendwas nehmen? Nee, das schauen wir uns jetzt nichts an. Wir gehen weiter. Okay, meine Freunde. Cloud Strife heißt unser Charakter hier. Und wir sind jetzt in seiner Heimat. Die laufen ein bisschen rum. Bestimmt irgendwas Interessantes schon sein. Hallo? Also, falls ihr es nicht wusstet, Final Fantasy 7 war eigentlich ein sehr, sehr altes Spiel für die PlayStation 1. Aber dann gab es irgendwann eine Remake. Das kam, glaube ich, in vor ein paar Jahren raus. Und jetzt kommt das ganz neue Rebirth raus. Ein komplett eigenes neues Spiel, soweit ich weiß. Und ich habe noch keine Ahnung davon. Auch nicht von Final Fantasy 7, aber das wird bestimmt cool. Okay, ich habe viel Gutes darüber gehört. Seid gespannt, meine Freunde. Drücke Tab, um deine aktuelle Position auf deiner Karte zu studieren oder deinen Fortschritt in der Story zu überprüfen, okay? Okay, drücken wir das mal. Gut, hier ist die Karte. Zielbereich, der alte Wasserturm. Wir müssen hier anscheinend hoch. Wir gehen mal auf den Wasserturm drauf. Ein Blick auf die Heimat. Auf dem Wasserturm. Ganz so wie immer. In den 2 Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Wirklich? Ist er eingepennt? Nein. Was wird wohl geschehen in der Vergangenheit? Bro, der Anfang war schon krass. Er hat sich an irgendwas erinnert. Überwinden? Oh. Redest du mit mir? Wir müssen hier rein. Okay, Freunde, das ist interessant. Wir hören immer irgendwie Clouds Stimme und von den anderen, wie die aus der Gegenwart hier reden. Das ist gerade eine Erinnerung an die Vergangenheit.
Er erzählt gerade seinen Gefährten darüber. Bestimmt wird irgendwas... Wie? Du warst auch bei mir zu Hause? Spannendes passiert. Du warst doch bei mir zu Hause. Yo. Ja? Ich dachte, du wärst vielleicht da. Also die reden gerade in der Gegenwart, während wir uns gerade in der Vergangenheit befinden. Und er erzählt gerade, was er so tut. Das ist anscheinend ihr Zuhause. Und wir sind gerade eingebrochen. Okay, was gibt's hier so? Küche, Wohnzimmer, okay, da liegt was auf dem Boden. Essen! Unsere Katze. Ich bin draufgetreten. Mozzi? Ja. Und war eigentlich immer unterwegs. So auch an jenem Tag. Okay, Mozzi? Ja, ich hoffe, Mozzi lebt noch. Freunde, wir fangen hier ganz mysteriös an. Keine Ahnung, was hier so vor sich geht, aber das wird noch offenbart werden. Ich glaube, wir sollten zum oberen Stockwerk gehen. Bestimmt, oder? Komm, gehen wir hoch. Ist es hier? Eine Tür. Gut. Niemand zu Hause. Ich muss es irgendwas geben, eine Truhe. Äther. Okay, jetzt fangen wir sogar an, Sachen auszurauben. Und ihnen scheint es kein Stück zu jucken. Naja, Freunde. Oh Mann. Ich bin gefangen, nein, ich bin gespannt, was uns noch erwartet im Spiel, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns auch schon in der nächsten Folge. Okay, nein, ich beende jetzt noch nicht, aber... Du warst in meinem Zimmer? Ja. Oh. Wie einfach ja sagt. Wir waren einfach in ihrem Zimmer. Oh, ihr Bett ist noch gar nicht richtig gemacht, oder? Wie süß, da ist ein... Mogri heißt er? Wisst ihr noch, bei Final Fantasy 16 gab es den auch? Gab es hier noch irgendwas? Ja, ein Klavier. Können wir Klavier spielen? Interagiere mit einem Klavier, um frei darauf zu spielen. Oder dich an Liedern zu versuchen, für die du Notenblätter gesammelt hast. Was? Hast du auf dem Klavier gespielt? Du hättest mich hören sollen. Nein, habe ich nicht. Wir lügen nicht, okay? Lügen ist nicht gut. Ihr wollt alle, dass ich jetzt gucke, ob man drauf spielen kann, okay? Du hättest mich drauf hören sollen, okay? Das hätte ich jetzt niemals erwartet, dass man jetzt hier Klavier spielen kann. Wie das Ganze funktioniert? Bin ich mal... Wow, das sieht kompliziert aus. Noten, Halbtöne, Moll. Bro, also, wenn ihr euch mit Klavier auskennt, sagt mir mal, ob das für euch Sinn ergibt. Oh Mann, warte mal. Oh, yo. Ich kann nichts auf Klavier... Ich kann nicht Klavier spielen, Freunde, aber es ist bestimmt cool für jemanden, der Klavier spielen kann. Bro. Lacht mich jetzt nicht aus. Bro, ey, yo, das ist sehr, sehr cool, dass die das so detailliert gemacht haben. Aber ich kann nichts, okay? Ich kann nichts. Was soll ich tun? Voll schön. Es klingt so schön. Es klingt so schön. Okay. Das reicht. Ansicht ändern? Oh, wir können sogar... Aber das ist sehr, sehr cool. Ich sehe jetzt schon Videos kommen, wo Leute krasse Sachen hier raushauen. Wie cool ist das denn eigentlich? Aber... Ich kann's nicht, okay? Ich kann's nicht. Das sind alles schiefe Töne. Ich blamier mich hier, okay? Es tut mir so leid. Aber ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen, meine Freunde. Oh Mann. Ja, wie dem auch sei. Klavier spielen voll. Ich wusste gar nicht, dass du so gut bist. Danke. Du musst unbedingt mal was vorspielen. Nicht schlecht, Mann. Hätte ich nicht von dir gedacht. Danke, Mann. Habt ihr gehört, Freunde? Die fanden das gut, okay? Das war gut. Ich unterschätze mich ein bisschen. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder? Bro, hast du wirklich in den Schrank geguckt? Wenn wir jetzt ja sagen, würde das voll komisch kommen, okay? Nein, war bloß Spaß, sagen wir, okay? Haha, sehr komisch, Cloud.
Was hast du dir dabei nur gedacht? In welcher Zeit lebst du eigentlich, Cloud? Bro, die denken, wir sind jetzt irgendwie verrückt oder so und wollten den Schrank angucken. Okay, da wird eh nichts Wichtiges drin sein, okay? Kann ich da jetzt reinschauen, immer noch? Wieso will das Spiel, dass wir reinschauen, wenn die uns jetzt dafür mobben? Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder? Bro, soll ich da jetzt reinschauen? Ihr sagt jetzt alle bestimmt ja. Da muss doch irgendwas Nützliches drin sein. Hätt's nicht tun sollen. Verdammt, da war wirklich gar nichts drin. Wieso sehen die... Du Schwein! Bro, jetzt wurde er unnötig beleidigt. Es tut mir so leid, Cloud. Aber ja, ich kann nichts dafür. Das Spiel wollte das. Ich dachte vielleicht, gerade eben mit dem Klavier kam da was Wichtiges und jetzt haben die uns damit einfach nur auseinandergenommen. Oh Mann. Ja, meine Freunde. Ich hoffe sehr, dass euch die erste Folge gefallen hat. Am Anfang kommen natürlich viel Videosequenz und so weiter. Wir konnten noch nicht allzu viel machen, aber ich hoffe dennoch, dass es euer Interesse geweckt hat, okay? Jeden Tag kommt eine Folge raus, 20 Minuten ungefähr. Und ich hoffe sehr, dass ihr darauf gespannt seid, okay? Ein neues Let's Play. Endlich fängt ein neues Let's Play wieder an. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Was hatten diese Sequenzen am Anfang zu bedeuten? Bro, das wäre schon mies traurig, wenn alle Freunde hier irgendwie draufgehen. Außer die beiden. Yo. Aber ja, wir sind noch in der Vergangenheit. In der nächsten Folge geht es weiter. Und ich hoffe sehr, dass ihr morgen dabei seid. Lasst gerne einen Kommentar da, meine Freunde. Und wie gesagt, ein Like. Danke, Freunde, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, okay? Bis dann, ihr coolen Menschen.